Online-Zielimport Mod 3. Mit diesem Dienst können Sie ausgewählte Ziele an das Navigationssystem Ihres Fahrzeuges senden. Sie können Ziele über die MySkoda-App an Ihr Fahrzeug senden. Wählen Sie die Kachel Routenplaner und die Karte erscheint. Sie können Ihr gewünschtes Ziel entweder über die Suchleiste durch Klicken in die Karte oder durch Auswahl eines Termins aus Ihrem Kalender suchen. Wenn Sie möchten, finden Sie auch Orte, die sich in der Nähe Ihres Zieles befinden, wie zum Beispiel Tankstellen, Parkplätze, Restaurants oder Supermärkte. Klicken Sie auf In der Nähe und wählen Sie dann die gewünschte Kategorie der nahegelegenen Orte aus. So können Sie sich die 20 nächstgelegenen Orte auf der Karte anzeigen lassen. Nun können Sie auf jeden der Punkte auf der Karte klicken, um zusätzliche Informationen abzurufen, wie zum Beispiel die Entfernung zum gewünschten Ziel, die Öffnungszeiten und die Telefonnummer. Wenn Sie Ihr Ziel ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Route anzeigen und dann auf An Fahrzeug senden. Bitte beachten Sie, dass das vorherige Ziel verloren geht, wenn es nicht bereits auf Ihr Fahrzeug heruntergeladen wurde. Wenn Sie also zwei oder mehr Ziele an das Fahrzeug senden möchten, müssen Sie das erste Ziel senden, es dann in das Fahrzeug herunterladen und anschließend ein weiteres Ziel senden und ebenfalls in das Fahrzeug herunterladen. Sie können auch den Namen des Ziels ändern. Drücken Sie abschließend auf Senden. Sie können das Ziel auch an Ihr Fahrzeug senden, wenn Sie es in einer anderen kartenbasierten Anwendung suchen, zum Beispiel in Google Maps. Wenn Sie Ihr Ziel ausgewählt haben, drücken Sie auf die Schaltfläche Teilen und wählen Sie die MySkoda-App. Sobald Sie Ihrer Fahrt einen Namen gegeben haben, drücken Sie auf An Fahrzeug senden. Sie können die neu hinzugefügten Ziele auf Ihr Navigationssystem herunterladen. Sobald Sie in Ihr Fahrzeug einsteigen und die Zündung einschalten, erscheint ein Pop-up-Fenster auf Ihrem Infotainment-System, das Sie darüber informiert, dass das Ziel erfolgreich empfangen wurde. Um die Navigation zum gewünschten Ziel zu starten, drücken Sie auf Ansicht und dann auf Start. Wenn Sie möchten, können Sie das Ziel auch unter Favoriten speichern oder das Pop-up-Fenster abbrechen.